from ya. Hot like fire on the climb. If you wanna touch my feet, just caution. Hey YouTube, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute wollen wir uns mit drei Starter-Squads zum Start von FIFA 23 beschäftigen. Ich habe ein 50k-Team, ich habe ein 100k-Team und ein 200k-Team, was ich heute im Video vorstellen möchte. Morgen ist ja sogar dann der offizielle Release der Standard-Edition. Spätestens dann sollten dann alle, die FIFA 23 haben wollen, FIFA 23 auch haben. Und dann geht's ab. Morgen werden wir dann wahrscheinlich auch nochmal eine Masse an Packs haben, sodass der eine oder andere Spieler hier in diesem Video dann auch nochmal ein bisschen sinken wird. Und dementsprechend habt ihr hier schon mal drei Teams, die ich euch vorstellen möchte. Wahrscheinlich werdet ihr die Teams dann, wenn ihr erst morgen loslegt, die Teams zu bauen, auch etwas günstiger schießen können, sodass ihr dann schon, wenn ihr das gewisse Budget habt, auch Upgrades in den Teams vornehmen könnt. Wenn euch das Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne ein Abo da lassen, falls ihr es nicht getan habt. Danke für den Support bis hierhin auf die FIFA 23 Videos. Man merkt einfach, ihr habt Bock drauf, ich hab Bock drauf. Und wenn ihr nichts in Zukunft verpassen wollt, könnt ihr auch gerne die Glocke aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video kommt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein und beschäftigen uns erstmal mit dem 50k-Team, was ich euch jetzt hier vorstellen möchte. So, das ist das 50k-Team. Wir haben sogar eine Special Card mit in vom Gakpo mit drin. Ein Team of the Week 1 in Form. Der ist sogar als Investment. Der sollte eventuell dann in den nächsten Wochen auch im Hinblick auf die erste Weekend League etwas steigen. Könnte man sich dann auf jeden Fall mitnehmen. Aber fangen wir hinten an. Wir haben Gulashi im Tor. In der Innenverteidigung eine ziemlich pacige Innenverteidigung mit Timber und St. Just. Auf jeden Fall ganz nice, vor allem für ein 50k-Team, dass man dann so eine IV hat. Links haben wir Weindal und rechts Bar von Sporting, nein, von Benfica Lissabon. So ist es richtig. St. Just ist von Sporting. Und ja, das ist schon mal für ein 50k-Team eine recht solide Viererkette. Ja, wirklich eine richtig solide Viererkette. Und dass diese Spieler so günstig sind, liegt einfach daran, dass sie nicht in den Top 5 Ligen sind. Ja, wir haben hier Portugal und die Eredivisie. Und dann gehen wir weiter ins Mittelfeld. Da haben wir dann Daniel Braganza. Das ist zum Beispiel so ein Spieler, der ist jetzt hier mit drin, weil er einfach aus der portugiesischen Liga ist, damit er auch die Links zu den Spielern wie St. Just und Bar und Rafa gibt. Das ist aber so einer, den könnte man dann als allererstes upgraden, wenn man ein bisschen mehr Budget hat. Auf der linken Seite haben wir Leimer. Das ist eine absolute Top-Karte für den Anfang. Guckt euch die Stats an. Ist auch mit der teuerste Spieler hier in diesem Squad. Leimer und Gakpo, die nehmen eigentlich so von den 50.000 Coins um die 40.000 Coins am Budget. Und ja, das ist das Mittelfeld. Rechts haben wir Rafa und links den angesprochenen Gakpo. Und vorne drin einen Bundesliga-Sturm aus Malen und Timo Werner. Ich denke, mit diesem 50k-Team, wenn man 50k hat, ist man richtig stabil aufgestellt. Wir brauchen auf jeden Fall einen dänischen Manager aus der Bundesliga, damit hier alle auch auf volle Chemie kommen. Und ja, falls ihr 50k habt, habt ihr hier ein 50k-Team, was ihr euch so bauen könnt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr ordentliches 50k-Team, mit dem man auch den einen oder anderen Sieg in Division Rivals oder dann auch in der Weekend League Quali und dann im Hinblick auf die erste Weekend League holen kann. So, beim zweiten Team, was ich euch vorstellen möchte, das ist ein 100k-Team. Auch hier, wie gesagt, wenn man ein paar Coins dann übrig hat, weil man die Spieler günstiger bekommt, werde ich euch auch direkt mal sagen, was ihr an Upgrades machen könnt. Aber wir gehen erstmal im Tor. Wir haben Areola, ganz solider Starterkeeper, immer sehr beliebt. Dann in der Innenverteidigung haben wir Lacroix, der natürlich dieses Jahr auch wieder eine echt starke Starterkarte als Innenverteidiger bekommen hat, vor allem mit seinen 87 Pace. Und links daneben haben wir dann Lucas Hernandez von Bayern. Und ja, der hat zwar 77 Pace, aber dafür sehr nice Def- und Physis-Werte. Und mit dem Shadow Camp-Style sollte Lucas Hernandez definitiv klar gehen. Auf links haben wir dann Cornet und rechts Fredericks. Das sind halt günstige Außenverteidiger aus der Premier League. Wenn wir uns das Team mal so anschauen, wo das Budget hier überwiegend reingeflossen ist, dann ist das definitiv die Offensive, denn wir haben da einen Wilfried Zaha, den ich extrem stark finde. Ja, ich habe jetzt ein paar Mal mit ihm gespielt, beziehungsweise auch ein paar Mal gegen ihn gespielt und ich finde, er ist extrem schnell, sehr schwer zu verteidigen, hat ein nices Player-Model. Wilfried Zaha kann man hier auch mit Alternativposition als MS spielen lassen. Der ist hier mit drin und dann auf der linken Seite Coman, der wirklich 50% quasi dieses Budgets einnimmt. Aber Coman hat dieses Jahr echt eine nice Karte, hat 5 Sterne Skills wieder zurück. Und hier haben wir ein bisschen mehr Fokus auf die Offensive gelegt. Rechts haben wir Lucas Moura und dann haben wir dann noch einen Karim Adeyemi.
der ja für den Start auch eine recht solide Karte hat mit sehr viel Pace, 4 Sterne Skills, 3 Sterne Weak Foot und im Mittelfeld haben wir Oxlade Chamberlain und Fred. Und wenn hier halt Budget übrig ist, dann würde ich natürlich erstmal darauf gehen, dass wir eventuell die Außenverteidigerposition upgraden und statt einem Lucas Hernandez irgendwie sowas wie ein Upamecano, ein Saliba in Form zum Beispiel, wäre auch ganz nice. Sowas in der Richtung, dass man da upgradet und dann als nächstes die beiden Mittelfeldspieler. Und so kann man dann, hat man erstmal so eine Grundlage und wenn man da mehr Coins hat, kann man das Team nach und nach verbessern. Aber ich denke, dass das für 100.000 Coins eine recht solide Grundlage ist, mit der man auch sehr viel Spaß haben kann und vor allem auch viele Tore erzielen kann. Mit dieser extrem schnellen und auch starken Offensive für den Start ist das definitiv machbar. Und dann kommen wir zum letzten Team in diesem Video. Auch hier haben wir wieder Areola im Tor. Lohnt sich halt einfach zum Start. Nicht zu teuer, aber ein sehr solider Torwart. Man muss dazu sagen, dass Torhüter in FIFA 23 sowieso nicht so viel halten. Also wenn man da mal zum Schuss kommt in der Box, dann gehen die Bälle da meistens auch rein. Dann spielt es auch keine Rolle, ob man da Areola im Tor hat oder einen Ter Stegen. Und ja, Areola, ein solider Starterkeeper. Wie gesagt, Top-Liga, Top-Nation und Preis ist ebenfalls top. Dann in der Endverteidigung wieder ein Bundesliga-IV-Duo. Wir haben Guardiol und Klostermann, zwei starke Innenverteidiger, beide von Leipzig. Und ja, guckt euch einfach mal nur die Karte von Klostermann an. 86 Pace, 82 Defense. Bei Guardiol dann 82 Pace, 80 Defense und 83 Physis. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr nice. Und auf der linken Seite haben wir dann den dritten Leipziger. David Raum hat auch eine richtig solide Starter-Linksverteidigerkarte aus der Bundesliga. Da kann man echt nicht drüber meckern. Mit einem vernünftigen Camp-Style sieht das echt nicht verkehrt aus. Und auf der rechten Seite haben wir dann Frimpong. Ich glaube, es ist sogar der schnellste Rechtsverteidiger im Spiel. Und dementsprechend Frimpong auch ziemlich nice auf der Außenverteidigerposition zu haben. Im Mittelfeld haben wir natürlich jetzt hier ein deutlich besseres Mittelfeld als im Team davor. Bellingham und Zakaria ist natürlich ein absolutes Upgrade zu Fred und Oxlade Chamberlain aus dem Team davor. Und die beiden sehen echt wie absolute Biester aus. Diese Zakaria, 82 Pace, 80 Defense, 85 Physis. Er ist dann dafür da, den etwas defensiveren Part einzunehmen. Und Bellingham mit seinen Dribbelwerten, mit seinen Passwerten und mit seiner Physis ist dann also eine Art Box-to-Box mit offensiver Ausrichtung. Ziemlich nice zum Start. Und dann die beiden Flügelspieler. Da kommen wir dann auch zu Pace. 93 Pace bei Diaby. Hat eine sehr, sehr stabile Starterkarte, muss man sagen. Deutlich nicer gefällt er mir als auch letztes Jahr. Und auf der linken Seite haben wir dann unseren Saint-Maximin, jedes Jahr beliebt. 5 Sterne Skills, 4 Sterne Weak Foot, Pace, nice Player Model, nice Dribbling. Und dementsprechend haben wir da auch ausgesorgt. Erstmal für den Start. Und im Sturm haben wir, ja, wenn wir aus der Premier League gehen, zwei OP-Stürmer, Rashford und Aubameyang. Aubameyang mit 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weak Foot, nice Schusswerte, nice Tempo. Bei ihm ist so ein bisschen sein Dribbling die Schwäche. Und bei Rashford haben wir auch für einen 81er einen richtig stabilen Stürmer. Nice Player Model als Rashford. Sein Movement ist sehr nice, 5 Sterne Skills. Seine Schwäche ist natürlich, dass er nur 3 Sterne Weak Foot hat. Aber ja, so könnte ein 200k-Team aussehen. Wie gesagt, dieses Team liegt jetzt genau bei 200.000 Coins. Ich denke, mit dem Full Release der Standard Edition und dann auch noch der ersten Promo morgen, die kommt, also OTW, und dann kommen da auch noch Promo Packs wahrscheinlich dazu. Da werden eine Menge an Coins bzw. an Points auch verzogen und Packs geöffnet. Dann werden solche Spieler, die nicht das höchste Rating haben, auch nochmal einen Drop im Preis sehen. Deswegen könnt ihr da auf jeden Fall die Augen offen halten. Ich wollte euch jetzt einfach nur mal 3 Teams mit an die Hand geben, damit ihr wisst, worauf ihr ja quasi schielen könnt, wenn es darum geht, morgen ein paar Spieler günstig zu schießen. Und ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Könnt mir natürlich eure Meinung zu den Teams mal in die Kommentare schreiben. Allgemein interessiert es mich mal, an diejenigen, die das Spiel schon haben, wie ihr das Spiel bisher findet in FIFA 23. Und ich bin raus. Wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Peace out und ciao.